Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Montagsdemo, diesmal mit dem Spiel Prison Architect. Das ist ein Indie-Spiel von Introversions, kam ja vor ungefähr ein Jahr raus, also Oktober letzten Jahres. Und ja, ich habe das schon ein bisschen gespielt, habe das jetzt bei Steam mir gekauft, weil es im Angebot war. Jetzt kostet es wieder, glaube ich, 27, 28 € das ganze Paket. Ich habe das mit diesen Add-ons gekauft. Aber ich werde einfach mal das normale Spiel spielen. Ich habe einmal schon mit der Kampagne, soweit man das Spiel startet, startet man mit der Kampagne. Erst wenn man ins Hauptmenü geht, kann man dann wie hier das neue Gefängnis erstellen. Ich werde ungefähr eine Stunde aufnehmen. Um das euch einfach mal zu zeigen. So, ich habe jetzt den Timer gestartet. Ich habe auch den Chat nebenbei an, also wenn ihr schreibt, dann kann ich das nebenbei verfolgen auf meinem Handy. So, ja, es ist so, wir haben unter normalen Bedingungen, also ich gehe mal hier einfach auf neues Gefängnis einfach mal erstellen, nehme mal Mitte groß. Ich nehme jetzt genau den Friedensstifter. Der Friedensstifter hat ein besonderes Talent dafür, selbst die gewalttätigsten Individuen zu besänftigen. Allein mit ihm in einem Raum zu sein, lässt die Menschen friedlich und gefügig werden. Senkt das Gesamtklima in ihrem Gefängnis und sorgt dafür, dass sie ihre Häftlinge weniger häufiger Probleme machen. Ja, nehmen wir den einfach mal. Einfach mal so. Und dann Banden, Ereignisse. Ja, ich denke mal. Vielleicht lasse ich das. Ich mache mal mit Wetter und Temperatur wenigstens. Unbegrenztes Kapital mache ich nicht. So, ne? Nehmen wir das so einfach mal. Würde ich sagen. Banden lasse ich erstmal raus. Das können wir mal machen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr möchtet, dass ich da ein Let's Play von mache. Dann können wir auch mit Banden machen, ne? So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles und man hört mich. Ich teste es mal, weil ich habe das ja mal. So, okay, man hört mich, das ist gut. Habe ich jetzt eben mal getestet. Weil manchmal verändert sich das auf bei OBS, wollte ich sagen, hier mit der Aufnahme, mit dem Mikro, dass das ausgeht. So, okay, ich fange jetzt einfach mal an. So, am besten ich mache hier nämlich auf Pause, weil ich kann das euch mal zeigen. Man hat nämlich nur 24 Stunden Zeit. Ich habe es auf Deutsch gestellt. Das kann man mittlerweile, weil ich muss zugeben, ich habe von Prison Architect erfahren, von Dennis Retarski von den Rocket Beans. Da habe ich mir das mal angeschaut, sein Let's Play. Und jetzt, wo es im Angebot war, wollte ich das auch mal selber ausprobieren. So, wenn ich jetzt hier auch auf geschlossen mache, kommen die in 48 Stunden, ne? Glaube ich. So, ja, dann. Aber das lasse ich mal. Nächste Einlieferung. So. Na gut, so, da können wir eine normale Sicherheitsstufe. Da sind wir so ein ganz normales, einfaches Gefängnis. Dann kommen die nämlich in 24 Stunden, ne? Da kriegen wir nämlich auch Geld. Wenn ich das nämlich zumache, dann kommen die in 48 Stunden und kriegen wir erstmal kein Geld. So. Aber da haben wir nicht Zuschüsse. Dann nehmen wir als erstes einfache Haftanstalt. Dann sehen wir hier links die Ziele, was wir da alles brauchen. Das machen wir sowieso. Das sind ja die Basics. Da haben wir das minimale Sicherheitsgefängnis, was man haben kann. So. Und dann auch noch das. Man kann immer nur zwei auswählen. Da haben wir schon mal 55.000. So weit, so gut. Hier links sieht man nochmal alles, dass man das sieht, was man alles bauen muss. Und ja, dann steigen wir mal jetzt direkt mal hier rein. Hier ist die Planung. Also hier sind so Blaupausen. Das hilft einem, dass man schon mal so ein bisschen vorab planen kann. Das Gute ist, hier sind jetzt nicht so viele Bäume. Das spart Zeit. Und ich versuche es mal auch so möglichst symmetrisch zu bauen. So, wir machen jedenfalls erstmal hier den Eingang, würde ich sagen. So. Machen wir mal hier so einen Flur. Ich weiß nicht, ob der jetzt so groß ist für diese Sicherheit. Das werden wir dann mal sehen, ne? Ich mache das jetzt einfach mal so. 7 mal 30 Meter. So, dann haben wir hier diesen Flur. Hier kommt dann, würde ich sagen, eine Küche hin.
Obwohl, eigentlich habe ich hier immer als erstes eine Rezeption ganz gerne. Weil der Dennis Rastaski, ich habe da in seinem Let's Play mal geguckt, da fing das hier mit der Küche an. Wo es auch praktischer ist, wegen der Zulieferung, weil obwohl eine Rezeption dann für die Gefangenen ist vielleicht auch besser, wenn wir nicht woanders machen. Nun gut, hier kommen jedenfalls noch Büros hin. Dann will ich auch das so machen, dass man hier so einen Hof hat. Hier kommen dann auch so Zellen hin, hier so ein Arbeiterviertel, ne, für die Gefangenen. Gut, so. Zeit läuft jetzt noch nicht, weil ich jetzt erstmal noch Vorbereitung mache. Weil wir haben jetzt wirklich echt nicht viel Zeit, bis die Gefangenen kommen. So, und dann kommen dann hier mal so Büros hin. Ich weiß nicht, wie breit das am besten ist. Nochmal so 11, würde ich sagen. Dann haben wir das 11 oder 15, ne? Machen wir 15. Oder ist das zu breit? Ich glaube, das ist schon okay so, ne? So, haben wir hier so Büros. Da müssen wir hier so Wände natürlich. Machen wir die Größe der Büros. Machen wir mal. Falsch. Mit rechter Maustaste kann man es immer wieder wegmachen. Ich glaube da. Ja, das ist schon mal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, das ist schon mal falsch. Da müssen wir nämlich einen breiter machen, damit es ein bisschen symmetrischer ist. So. Dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ne? Ist nämlich der Flur so. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so. Das sollte groß genug sein für die Büros. 1, 2, 3, 4, 5. So. Hier kommt natürlich dann eine Tür hin. Da kommt eine Tür hin. Da eine Tür auch hin. Hier kommt eine Tür hin. Hier kommt diese Gefängnistür rein. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir erstmal so 6 Büros. Würde ich sagen, das lassen wir so. Dann kommt hier noch ein anderer Raum hin. So, haben wir 6 Büros. Ja, hier können wir auch so ein Lager hinbauen. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier, wir brauchen ja noch Strom und Wasser. Das wollte ich jetzt auch nicht direkt dahin bauen. Hier kommt jedenfalls Küche hin. Genau, hier kommt vielleicht so ein Personalraum hin. Das ist am besten, glaube ich. Können wir hier noch so einen Flur hinbauen. Da haben wir hier noch so ein... Ups, das war falsch. So. Hier ist so ein Flur. Dann kann man hier noch so den Raum machen für die Wasserpumpe. Da mache ich es mal so. Und die brauchen ja immer einen Abstand. Ich glaube, die sind so groß. Dann braucht man nämlich hier einen Abstand. Da kommen diese ganzen Transistoren hin. Dann brauchen wir hier eine Lücke. Dann. Genau, machen wir es aber so. Da auch noch so einer hin. Und dann brauchen wir noch einen dritten wohl. Für später. So, haben wir das. 1, 2. So, dann haben wir den Raum für die Versorgung für Wasser und Strom. Gut, so. Das sieht auch schon mal ganz nett aus. Hier kommt natürlich dann auch eine Tür hin, damit die Leute reinkommen, die dann das auch bauen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Man muss immer gucken, dass die Zugang haben. So, hier kommt dann... Man braucht ja noch eine Gemeinschaftszelle. Also hier kommt ja Küche und Kantine. Kann ich auch schon mal...
Obwohl, hier will ich ja gerne eine Rezeption am Anfang auch hinhaben. So, bauen wir die Rezeption hier so hin. Dann schließt das hier mit ab. So. Oder eigentlich eine Küche. Ja, ich weiß noch nicht. Küche. Würde ich sagen, Küche bauen wir hier hin. Bauen wir hier nur eine Küche hin. Ist das jetzt genauso groß? Naja. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier so diese Gemeinschaftszelle hin. So. So, und hier kommt in die Kantine hin. So. Ne? Das sieht doch nice aus. So, und dann würde ich sagen, hier bauen wir noch natürlich noch ein Lager. Brauche ich ja auch. So ein Lager, ne? Okay. So. Hier geht es dann ja zum Hof. Warte mal, das kann ich noch ein bisschen hier anpassen. Dass es so möglichst auf eine Höhe ist. Und ja. Da kommt dann noch so Besucherraum und sowas hier hin, ne? Besucherraum, aber wieso? Jetzt haben wir erstmal das so weit, so gut. Da kann ich ja schon mal hier starten. Dann kommen dann auch bald mal die Arbeiter. Hoffe ich. So, wir brauchen jetzt erstmal Fundament. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir gleich am Anfang, würde ich sagen, Strom haben. Deswegen bauen wir das mal hier als erstes ab. Mit der Versorgung für Wasser und Strom. So, da kommen sie schon. Wird das Material abgeliefert. So, ich mache mal ein bisschen auf schnell. Kommen die ganzen Materialien. Und man hat ja auch wirklich keine direkte Steuerung der Arbeiter, ne? Man muss einfach hier das einstellen, was man bauen will, und dann machen die das schon. Man kann jetzt, also man hofft, dass die es machen. Man kann irgendwann auch so Prioritäten einstellen, was jetzt am meisten Priorität hat und so, aber man kann nicht direkt auf so einen Arbeiter gehen. Man kann zwar raufgehen, aber dann hat man nur diese Option halt. Man kann jetzt nicht hier denen direkt sagen, was er tun soll. So, da sind sie fleißig dabei, ne? So, es steht hier Zugang benötigt. Brauche ich direkt mal eine Tür. Also Objekte sollte ich gehen. Ne? Dann haben wir hier Personaltür. Bauen wir die da rein. Kann ich direkt hier auch schon Türen bauen, ne? Hier kommt jedenfalls eine Tür hin. Also ich kann die auch im Nachhinein noch bauen. Man kann hier jedenfalls auch noch eine Tür hinbauen. Nur ist halt blöd wegen den Gefangenen, ne? Da muss man das hier, glaube ich, auch noch so eine Gefängnistür hinbauen, vorsichtshalber, dass das Personal da geschützt ist, ne? So, jetzt haben wir das, ne? Mach ich mal wieder auf normal. Nicht, dass die Zeit uns so schnell wegrennt. So, gehen wir mal auf Versorgung. Und dann haben wir hier das Elektrizitätswerk. Das ist jetzt nicht so ganz symmetrisch jetzt, wie ich es mir so gehofft hatte. Ah, fuck. Jetzt habe ich ein bisschen missgebaut, ne? So, warte mal. Da muss ich das nochmal einmal einreißen. Abrisswerkzeug. So, warte mal, müssen wir die Wand hier einmal einreißen? Tut mir ja leid. So. Ich hoffe, die bauen und machen das jetzt. Ja, die reißen jetzt die Wand wieder ein. Da habe ich nämlich missgebaut. Die muss nämlich hier so hin, dann wird es nämlich auch symmetrischer.
So, bauen wir das nämlich so. Und so, ne? Dann brauchen wir noch die Kondensatoren. Bauen wir da schon mal drei hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau reicht. So, dann haben wir nämlich hier so, brauchen wir natürlich noch Strom. Bauen wir das mal so. Da haben wir nämlich direkt hier so eine Hauptstromleitung. Und wir brauchen natürlich auch Wasser. Wasser mache ich dann mal hier so. So. Und hier. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt sich stört, wenn man dann schon eine Stromleitung hat. Ob das beides gebaut werden kann an derselben Stelle. So, die bauen da fleißig. So, wir haben schon mal Strom. Soweit so gut. Das können wir als nächstes, würde ich sagen, Küche bauen. So, nehmen wir mal hier, gehen wir hier auf Foundation. So, bauen wir hier. Oder nee, warte mal, hier ist ja die Rezeption, ne? Bauen wir erstmal hier die Rezeption, dann hier die Küche. Da wird wieder ein Zugang benötigt. Machen wir direkt hier eine Tür hin. Ja, würde ich sagen, müssen wir hier jetzt auch noch eine Tür hinbauen. Damit der Koch auch hier rein kann. Oder soll der Koch hier. Oder der Koch, der kann ja auch seine eigene Tür bekommen, ne? Mach ich erstmal so eine Tür hier, ne? So. Da sind sie fleißig am Bauen. Haben sie was zu tun. Ich könnte auch trotzdem schon mal hier die Foundation hier bauen. So, da haben wir nämlich das alles schon mal soweit fertig. So. Warum? Was heißt hier blockiert? Warum ist da was blockiert? So. Ist noch nicht am Strom angeschlossen, dieses Pumpwerk. Warum? Warum hat das keinen Strom? Ah, okay, jetzt, ne? Jetzt hat es aufgehört. Oder nee, doch nicht. Was ist denn da los? Brauchen wir Scheidestromversorgung für jedes damit verbundene Kabel ein oder aus? Okay. Scheidewasserversorgung für jedes damit verbundene. Okay. Ich verstehe nicht, warum das keinen Strom hier hat. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, warum das hier keinen Strom hat? Dann könnt ihr mir das mal schreiben.
So, machen wir mal ein bisschen auf schneller. Ich verstehe es nicht. Braucht es direkten Strom? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, jetzt machen die nichts oder was? Doch, ne? Wir arbeiten noch weiter hier, ne? Jetzt haben die Freizeit? Ne, Freizeit. Ist vielleicht nur für die Gefangenen, ne? Dass das hier steht. Nicht für die Arbeiter. So, die sind ja schön fleißig. Oh, oh. Das wird, glaube ich, ganz schön eng werden noch. Bis die Gefangenen da sind. Oh, jetzt haben die keine Tür. Ups. Habe ich hier missgebaut. Einen Moment. Muss ich mal anhalten hier. Habe ich nämlich diese Tür gar nicht eingebaut. Objekte soll nicht raufgehen, ne? So, warte mal. Hier haben wir eine große Gefängnistür. Die muss natürlich hier reingebaut werden, ne? So. Dann hat, damit sie ihre größere Priorität hat. So. Ah, jetzt. Jetzt haben die das angeschlossen. Sehr schön. Okay, so weit, so gut. Jetzt müssen wir halt noch Mauern bauen. War das jetzt hier da? Okay, hier so. So. Das sind jetzt natürlich jetzt nicht die sichersten Wände. Aber ich denke, die Betonwände machen wir da, wo die Zellen sind. Hier habe ich Mist gebaut. Warte mal. Das müssen wir wieder abreißen hier. Warte mal. Wände abreißen. So. Warte mal, dann brauchen wir direkt hier noch eine Gefängnistür. So. Würde ich auch sagen, bauen wir hier auch noch eine Gefängnistür rein. Auch lieber noch mal so eine Tür rein noch. Warte mal, wir brauchen ja noch so Metalldetektoren, ne? Bauen wir das denn mal direkt? Genau, warte mal, wir bauen. Moment. Haben wir das? Metalldetektor. Da. Den bauen wir mal direkt hier hin. So. Hm.
So. Ist die jetzt da auf die Tür oder warum ist das jetzt so? Ich muss mal gucken gleich. Weil die Tür hätte ich nämlich gerne hier. Und wenn ich hier was schließe, ist sie jetzt auf? Öffnen? Tür öffnen? Hm. Okay, die gehen da durch. Mich mal abreißen. So, reißen wir die erstmal ab. Ich glaube, die ist da falsch. Oder? So, das hat keinen Strom. Muss ich mal gleich. Wieso ist doch da? Muss man das direkt immer verbinden? Guck mal, hier sieht man, die Stromversorgung ist nicht ganz so gut. Muss ich leider noch so ein vorsichtshalber hinmachen. Okay, so, warte mal. Da wollte ich eine Wand hin haben. Und hier kommt die Tür rein. So. Soweit so gut. Wir brauchen noch ein paar Wände. So. Okay, so. Hier kommt so Personalraum hin. Was ist da los? Da kommt. So, ne? Tür ist auf. Da kommt noch eine Tür hin. So, ne? Mache ich erstmal hier die Türen. So. Dann kann ich jetzt mal die Räume zuweisen. Das muss ich mal gucken, wo haben wir denn die Büros? Hier im Büro. Das sind jetzt erstmal alles Büros. Und so langsam wird das ein Gefängnis. Ich bin jetzt sogar, glaube ich, schon mal besser dran, als wo ich das vorher, wo ich das alleine mal gespielt hatte jetzt. Offline. Man muss ja halt erstmal sich hier zurechtfinden, ne? Mit den ganzen, worauf man achten muss und so. Ne? So. Aber hier sieht man, das reicht immer noch nicht hier, ne? Mit der Strom. Das ist nicht sehr gut. Das muss hier, ist noch, muss hier da ganz oben. Da hat man eine sehr gute Versorgung dann. Aber so. So, kann ich erstmal Personalraum. Muss das denn eigentlich? Gemeinschaftsraum. Ne, hier kommt Personalraum. So, das ist der Personalraum. Dann Bewährung. Export. Wo sind hier Dings? Die Gemeinschaftszelle. Gemeinschaftszelle. Verwahrungszelle, ne? Ist das, glaube ich, erstmal hier, ne? Das ist hier die Verwahrungszelle. Dann bräuchte ich Küche. So, das wird. Hier ist die Rezeption, dann wird hier die Küche sein.
Und die Kantine, wollen wir die, ja, Kantine wird das hier sein. Dann wird das hier die Rezeption. So, ne? Ich hoffe, dass es hier so gut ist. Ich würde fast sagen, hier kommt auch noch eine Gefängnistür eigentlich hin. Sicherer vielleicht, ne? Aber mal gucken. So, Verwahrungszelle, ne? Machen wir als erstes mal schnell die Rezeption hier fertig. Da brauchen wir, wie ihr seht, in Rot, Büroschreibtisch, einen Tisch, also meinen Tisch und einen Stuhl. Da geht man hier wieder auf Objekte. Gehen wir mal hier auf Bürotisch. So. Nehmen wir hier den Stuhl. So. Dann brauchen wir so einen Tisch, wo die ganzen Sachen hier wohl abgelegt werden sollen. Kann ich ja gleich mal zwei hin machen. So. So, weit so gut. Dann können wir gleich hier die Gemeinschaftszelle machen. Da brauchen wir eine Toilette wenigstens. So. Toilette, machen wir die mal hin. Machen wir mal hier hin. Dahin. Da, so. Da sind ja mehrere dann da. Und dann brauchen wir eine Bank. Bank, Bank, Bank. Da haben wir eine Bank. So, ne? Und da eine Bank. Da eine Bank. Da eine Bank. Dann, kommt hier. Jedenfalls müssen wir eine Tür machen zur Kantine. Da, ja, weiß ich nicht. Machen wir da eine Gefängnistür hin? Oder? Ich baue die erstmal die Kantine aus. So, ein Serviertisch. Wo haben wir denn einen Serviertisch? Da haben wir einen Serviertisch. Baue ich das hier rum, muss er dann. Ist das so rum richtig? Ich glaube so, ne? So, Serviertisch. Dann brauchen wir einen normalen Tisch für die, wo die dann essen. So. So. Und dann brauchen wir noch Bänke. Warte mal, muss ich das, nochmal abreißen, glaube ich. So. Ein Tisch. So, ne? Ich weiß nicht, warte mal. Hier ist ja der Serviertisch. Ich hoffe, das ist so richtig rum. Ich denke, der Koch, der sollte auch irgendwie sicher sein, ne? Dass man da vielleicht doch eine Wand hinzieht, oder? So, eine Wand. Dann müsste er ja auch sicher sein, oder? So. So, Toiletten haben kein Wasser. Warum? Hier. Warum haben die kein... Hier ist doch Wasser. Was? Ich weiß nicht, warum da kein Wasser... Das verstehe ich nicht. Warum wird das hier angezeigt? Hier ist doch Wasser. Mal abwarten, wenn die Rohre, die kleinen Rohre gelegt werden. Vielleicht liegt es an den kleinen Rohren. Weiß ich nicht. So.
So, erstmal stirbt hier immer noch nicht. There are no canteens except by the cell. Prisoners in this cell will have nowhere to eat. Ah, die haben nichts zu essen. Ja, dafür gibt es ja hier gleich was zu essen. Ich weiß nicht, was ich da für eine Tür jetzt hin machen soll. Ob ich da auch so eine Gefängnistür hin machen soll zur Kantine? Ich mach mal hier so eine Gefängnistür hin. So, die Tür ist zu. Das ist nicht gut. Die sind alle zu. Oder sind das schon die Gefängnisse, die Prisoners, die kommen, die Gefangenen? Okay, wir haben gar kein Personal direkt, ne? Warte mal, wir brauchen jedenfalls Wachen, die dann reinholen. Der Direktor muss auch schon mal da sein. So, jetzt kommen die ganzen Gefangenen, werden jetzt hier reingebracht. Oh, die eine Toilette hat schon mal Wasser, das ist schon mal nett. Vielleicht haben die anderen auch bald Wasser. Das wäre ja schon mal schön. So, jetzt haben die hier. Ist blöd, jetzt habe ich hier diese Gefängnistüren, die immer automatisch zugehen. Kann ich die nicht offen lassen? So, erstmal Intrige, ne? Ist vielleicht besser am Anfang, dass wir die erstmal intrigiert haben. Dann kommen die auch. Brauche ich nicht immer auf Öffnen gehen. Ich will die Tür. Ich komme nicht an die Tür ran jetzt. Auch erstmal entriegeln. So. Auch erstmal entriegeln. So, was brauchen wir denn hier? So, wir müssen erstmal genau in die Küche. Ne? Die Küche haben wir doch gar nicht eingeräumt. Da brauchen wir einen Herd, einen Kühlschrank und eine Spüle. Ein Herd. Oh, was ist da los? Da war irgendwas. So, Herd. Spüle. Was war das noch? Kühlschrank natürlich. Da wird was gefunden, ne? Das ist gut in der Rezeption. Da werden die nämlich erstmal untersucht. Hier ist nämlich der Metalldetektor, da. Und das ist eigentlich auch besser, wenn man das vorher macht, vor der Rezeption. Dann werden die gleich die Sachen gefunden, die sie nicht mit ins Gefängnis nehmen dürfen. Wie Messer, Pistolen und sowas, ne? So. So, dann würde ich sagen, baue ich schon mal ein Lager. Dann können nämlich die Sachen wenig Kapital. Jetzt haben wir nämlich keine Kohle mehr. Nicht, jedenfalls nicht genug. Vielleicht reicht es ja, um noch ein Büro wenigstens fertig zu bekommen. So. Was brauchen wir noch im Büro? Aktenschrank natürlich. Aktenschrank. So, ne? Da ist keine Tür. Warum ist da keine Tür? Da ist auch keine Tür. So, jetzt sollten wir die mal verriegeln. Oder so. Sollte man auch das mal wieder raus hier nehmen. Das sollten wir vielleicht erstmal so lassen. So, die Toiletten haben alle Wasser, das ist super. Die Gefangenen fühlen sich wieder wohl. Dieser Häftling muss in Einzelhaft verwahrt werden. Es ist jedoch keine Einzelzelle verfügbar. Ja, das sind halt die ganz schlimmen. Oh, hier. Die Küche hat keinen Strom. Da müssen wir natürlich für sorgen, dass die Strom haben, ne? Das geht ja nicht. So. So. Und Wasser. Aber wir brauchen am besten einen Boiler, würde ich sagen. Warmwasserboiler. Den. Würde ich mal sagen, schließen wir mal da an. Dann können wir nämlich eine Warmwasserleitung auch
Weil in der Küche braucht man ja auch warmes Wasser. Ja. So. So, wir können uns ja mal die Gefangenen hier anschauen. Oh. Nee, naja. Jetzt bin ich auf Durchsuchen gegangen. Lassen wir mal. Ich wollte eigentlich... So, jetzt wird der... Jetzt kommt der Polizist hier, der die Wache. So, jetzt wird er einfach mal untersucht. Einfach mal so... Stichprobenartig. Kann ja nicht schaden, ne? Wurde wohl nichts gefunden. Ich wollte mir den eigentlich mal gerne angucken. Kann ich mir den nicht genau angucken? Ah, hier, doch. Vorstrafenregister. Hat 2,5 Jahre gesessen. Verurteilt zu 6 Jahren für fast... Was? Fast selben Pressument. Familie hat keine Familie. Oha. Da ist ja schon einiges, was er auf dem Kerbholz hat. Oh. Freiheitsberaubung, Sachbeschädigung, Meineid. Das ist das Aktuellste. Das andere hat er schon alles abgesessen. Oder wie? Alter Schwede. Wie alt ist denn der? 54? Na gut. Hat er ja nie kein langweiliges Leben gehabt. Beckwith heißt der. Okay. So, die brauchen Einzelhaft. Wir haben keine Einzelzelle. Aber wir haben auch erstmal noch keine Kohle mehr. So, um das hier noch zu bekommen, bauen sie eine Dusche, bauen sie einen Hof. Was war noch irgendwas? Verwaltungszentrum, schalten Sie über die Bürokammer Finanzen frei. Stellen Sie einen Buchhalter ein. Buchhalter können wir noch gar nicht einstellen, ne? Finanzen, ist das hier irgendwo? Da kann ich noch gar nichts. Da brauche ich einen Buchhalter. Dann kann ich das. So. Das sind hier, kann man das alles nochmal einstellen, aber das lasse ich jetzt immer so. So, Zutaten, Kühlschrank lagern. So, wir brauchen natürlich auch einen Koch. So, der soll jetzt mal loslegen. Oh, hi Jan, schön, dass du da bist. Jetzt ist mal wieder endlich jemand im Chat. So. So, Jan, musst du gar nicht in die Schule oder so? Heute? Heute ist Montag. So, das sieht auch schon mal ganz nice aus. Besser als am, wo ich das erste Mal selber gespielt habe. Das, klar, mit der Kohle ist das jetzt ein bisschen eng. Aber das ist leider am Anfang wohl so. So, das können wir erstmal jetzt wieder wegmachen. So, ja, das sind halt zwei Schwerverbrecher. Da muss ich mal gucken, was mit denen los ist, warum die Einzelhaft brauchen. Was wurde jetzt verurteilt? Autoentführung. Das ist ja nicht nett, ein Auto zu entführen. So, er hat eine 21-jährige Frau, er ist selber 21, hat schon einen 3-jährigen Sohn. Mutter und Vater sind beide 50. So, jetzt kann ich den bestrafen. Einzelhaft eingeschlossener. Ich habe leider keine Einzelzelle noch nicht. Kann ich leider noch nicht bauen. Ah, er hat noch Ferien. Kommt aus Bayern. Ja, die Bayern, die haben noch zuletzt Ferien. Das ist so die letzten Ferienleute, die da jetzt noch Ferien halt haben, ne? Das letzte Bundesland, meine ich. So. Ach, ja. Ja, mit der Kohle ist das jetzt ein bisschen schlecht. Ich kann jetzt leider nicht viel machen. Warum kann ich jetzt hier nicht weiter nach oben? Ah, jetzt. Gut. So, wir müssen halt erstmal jetzt warten, bis wir wieder Kohle haben. So, der Koch, der kocht. Und hoffe, was macht denn der? Bringt jetzt Müll raus. Okay. Ja, vielleicht baue ich mal hier so einen Mülleimer.
Mülleimer. So. Kann ja auch den Müll erstmal hier reintun. Weil ich muss mir draußen auch so einen Mülleimer hinbauen. Ich weiß nicht. Damit der nicht so... Ah, da wird er eh gleich mitgenommen, der Müll. Gut. So, die haben schon gegessen jetzt. Das ist schmutzig. Nach Campi. Okay. Warum macht das hier keiner? Warum räumt da hier keiner auf? So, der Koch, der macht das hier alles schön. So. Vielleicht mache ich... Mal sehen, ob ich jetzt noch ein Büro fertigstellen kann. So. So. Oh, noch ein neuer Zuschauer. Jetzt habe ich zwei Zuschauer. So. Mal sehen, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Für, noch eine gute Viertelstunde. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt hier das Montags-Demo-Projekt und wenn ihr eins von Montags-Demo euch gefällt, dann mache ich da mal ein richtiges Let's Play draus. Also das kann ich ja hier speichern, das Gefängnis, und dann mache ich das im Let's Play. Oder ich fange im Let's Play nochmal neu an. Dann müssen wir mal gucken. So, warum gucken die denn so traurig? Das ist doch schön hier. Oh, der hat jemanden umgebracht. Und der? Aber es war Totschlag, kein Mord. Also es war kein, wohl nicht mit Absicht. Aber trotzdem, was schlimm genug wohl, dass er ins Gefängnis muss, natürlich. So, das sind hier die Schwerverbrecher. Der passt hier gut auf, hoffe ich. So, das mit der Kohle, das ist, klappt noch nicht so, ne? So, dann gehen wir mal püschen. Warum sind hier eigentlich nur drei Leute drin? Wo sind die anderen eigentlich? Hatte ich nicht mehr Gefangene gehabt, oder wie? Sind die alle schon wieder abgehauen? Glaube nicht. Oder das haben die ja schon... Oder waren die halt nur so... für kurze Zeit da. Hm? Jetzt ist er wieder weg. Wo sind die denn hin? Sind die jetzt hier? Sehe ich da nichts? Weil es hier dunkel ist, ne? Dann seh ich das wohl nicht. Warte mal, ich brauche meine Lampen. Dann sehe ich das mal. Warte mal, Lampen? Kann ich hier nur eine Lampe hinbauen? So, machen wir mal hier noch Lampen hin. Weil man sieht ja gar nichts. So. So. Hier ist auch gar keine Lampe. Ich streame eigentlich immer spontan. Wie gesagt, ist halt ganz unterschiedlich. Wenn ich ein aktuelles Projekt habe, streame ich manchmal auch Risen. Das ist so ein aktuelles Projekt noch von mir. Ist halt ganz unterschiedlich. Also am meisten bis jetzt waren das so Rollenspiele. Oder Minecraft. Aber Minecraft habe ich jetzt auch erstmal auf Eis gelegt, weil ich habe jetzt im Sommer wenig Zeit wegen Arbeit und so. Und aber jetzt ist ja die Saison so gut wie vorbei und dann werde ich auch mehr Zeit haben für Let's Plays wieder und auch für den einen oder anderen Stream. Aber das ist immer bei mir spontan. Hab da keinen richtigen Plan für Streaming, weil wegen meiner Arbeit, da habe ich keine regelmäßigen Arbeitszeiten. Deswegen. Und da kann ich nicht einfach so einen Plan machen, worauf ich dann festgenagelt werden kann, denn so, ne? So. So, sieht man wenigstens die Gefangenen.
Aber das mit der Kohle, das wird alles nicht. Ich spule mal ein bisschen vor. Oder muss ich hier noch... Kann ich hier nicht noch irgendwas machen, dass ich da... Zuschüsse. Was fehlt mir da denn noch? Für die einfache Haftanstalt. Da bauen sie eine Dusche und bauen sie einen Hof. Ich brauche zwei Köche. Okay, stelle ich mal noch einen Koch ein. So, haben wir einen zweiten Koch. Dann geht das auch alles ein bisschen flotter. Jetzt habe ich natürlich keine Kohle für irgendwas bauen. Das ist halt ein Nachteil jetzt, ne? Aber bis jetzt scheint es ja alles ein bisschen zu laufen hier. Deshalb, soweit hatte ich es jedenfalls noch nie bekommen, dass das so ein bisschen hier schon mal alles so seine Ordnung hat. Was sagt der Direktor? Das sagt auch nichts. Ist halt alles jetzt ein bisschen schmutzig hier. Habe noch keine Putze, aber es scheint sicher soweit zu sein fürs Erste. Zumindest für diese Gefangenen, die ich hier drin habe. Und es ist ja auch erstmal nur ein Let's Test. Und aus dem Let's Test kann ja natürlich ein Let's Play werden. So. Ich, wenn hier Dickstory das auch richtig aufnimmt, sonst, ja, muss ich das halt nochmal machen. Oder ich mache dann einfach ein Let's Play irgendwann. So. Oh, die kommen ja einfach hier rüber, die Gefangenen. Ich dachte, die können hier nicht durch, weil hier dieses... Kommen wir doch durch. Aber die gehen hier hoffentlich nicht hier durch. Warum können wir hier durch? Ich hoffe, die greifen den Koch nicht an. Das ist natürlich nicht so schön. Oder, warte mal, vielleicht baue ich diese Wand wieder weg. Reiß die Wand ab, meine ich. Weil bringt ja eh nichts, die Wand hier. Kommen wir eh nur durch. Und vielleicht... Oder... Hier kann ich nichts hinbauen, aber die können hier durch. Das ist ja nicht so... Oder vielleicht baue ich da die Wand hier hin. Vielleicht baue ich die Wand hier... Nee, nein. Kann man nur hoffen, dass die Gefangenen nicht hier versuchen, jetzt hier reinzukommen. Da, wo der Koch ist. Okay, die Wand ist weg. Kann ich hier noch einen Serviertisch vielleicht hinbauen? Ne. Kann ich höchstens so? Das ist ja doof. Was könnte ich denn da mal hinbauen? Vielleicht hier eine Wand. Vielleicht können die ja nicht durch, wenn ich hier eine Wand hin mache. Mach ich hier so eine Wand hin, hoffe ich. Aber der Koch, sieht ihr, der Koch muss ja auch das wegräumen können, ne? Ja, dann lassen wir das. Ich lass das mal. Der Koch, der muss ja durch. Kann man nur hoffen, dass da kein Gefangener durchkommt. Okay. Nur wir verdienen kein Geld. Das ist nicht so schön. So, ich brauche eine Dusche. Kann ich auch nicht bauen, ne? Dusche kostet zu viel, glaube ich. Oh, geht eigentlich. Vielleicht baue ich hier einfach mal eine Dusche. Dann könnt ihr auch mal hier duschen. Und, was brauche ich noch? Ein Hof, ja. Ein Hof. So, warte mal. Räume.
Hof. So. Ich würde sagen. Wie groß bauen wir den Hof? So. Ich mache das jetzt einfach mal so. Man kann das ja vielleicht nochmal ändern, ne? So, dann haben wir das auch. Ich baue hier noch so eine Gefängnistür hin. Ha, keine Kohle dafür. Naja. Oh, Wasser braucht die Dusche. Ja, dann können die sich wenigstens mal ein bisschen duschen hier, ne? Okay, ist gerade nichts zu tun hier. Kann ich auch ein bisschen vorspulen. Aber einer hat sich wieder verabschiedet. Ist nur noch einer da. Ich weiß nur nicht, welcher von beiden. Der Jan oder der andere. Ja, es ist ein bisschen mühselig scheinbar am Anfang, an Geld zu kommen. Kann ihn leider einen Kredit kündig aufnehmen, oder? Nee, kann ich nicht. Aber ich wüsste jetzt nicht wo, zumindest. Ist er noch gesperrt? Keine Ahnung, vielleicht kann man das ja später. Ist noch nicht freigeschaltet. Ja, wir verdienen jedenfalls 1000. Das ist ja auch schon mal gut. Aber es dauert halt, ne? Bis man das Geld bekommt. Oh, jetzt sind beide weg. Okay, warum wird jetzt hier nicht gearbeitet? Keine Materialien da? Hm. Was? Habe ich nicht genug Strom? Oder? Ich habe jetzt mehrere Lampen hier, aber trotzdem scheinbar. Hm. Oh, Kohle bekommen. Häftlingslieferung. Mit neue Häftlinge. Sehr schön. Mach mal wieder auf normal. So, jetzt haben wir wieder Kohle. Das ist sehr gut. So, was machen wir jetzt mal? Als nächstes. Vielleicht mal den Boden ein bisschen hübscher machen, würde ich sagen. Ne? Machen wir einen schönen Fußboden hier. Weil am Anfang können wir ein bisschen. Oh, das ist schon teuer, ne? Teuer wird das sein? Boah, so teuer. Das können wir irgendwann mal machen. Wenn wir mal richtig Geld verdienen. Ich weiß nur nicht, warum das jetzt hier nicht mit dem Wasser hier funktioniert. Was ist hier los? Warum?
Habe ich hier keine Warmwasserleitung gemacht, oder? Irgendwas stimmt da nicht. Auch die Dusche warmes Wasser. Das könnte natürlich sein. So, neue Häftlinge sind da. Rohre werden nur verlegt. Ja, warum liegt das hier alles überall rum? Das ist doch... Warum wird das hier nicht aufgeräumt? Oh, was ist hier los? Nein, Randale! Warum gibt es jetzt hier Randale? Das ist doch nicht schön hier. Vielleicht sollte ich noch eine Wache einstellen. So. Was war da los? Was war da los? Gibt's ja gar nicht. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Für das letzte Test hier. Gerade ist jetzt noch ein Zuschauer gekommen. So, ja, das war es jetzt heute mit dem Montagsdemo. Das werde ich heute hochladen. Versuche ich ja zumindest, dass ich es noch schaffe. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ansonsten lasst es. Und oh, da, was war das da eben? Ich werde jetzt mal hier auf Pause machen. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr daraus ein Let's Play von mir sehen möchtet. Und dann sage ich erstmal Tschüss, Sikowski, bis zum nächsten Mal. Ne? Wenn es wieder heißt, Let's Test Montagsdemo und bis zum nächsten Mal, euer InseGamer.